gotta get out of here now. Für Max Payne 3 nutzt Rockstar technische Innovationen, um einen packenden und handlungsgetriebenen Action-Shooter zu schaffen, der durch cineastische Qualität besticht. Im Gameplay und den Zwischensequenzen. Diese Videoreihe beleuchtet einzelne Aspekte dieses Designansatzes. Zielen und Schießen, Bewegungen und Animationen, Bullet Time und künstliche Intelligenz. Um einen präzisen, intuitiven, realistischen Third-Person-Shooter zu entwickeln, wurde die Waffenmechanik in Max Payne 3 detailliert ausgearbeitet. Man kann sich trotz der Präzision eines First-Person-Shooters wie in einem Third-Person-Spiel mit dem Charakter identifizieren. Im Kern basiert diese Mechanik auf genauer Kontrolle über das Fadenkreuz. Sie erlaubt hohe Präzision, aber trotzdem realistische Bewegungen. Die Animationen, die Max Payne zum Leben erwecken, greifen ineinander. Er kann sich flüssig und realistisch bewegen. Das Ziel bleibt dabei immer im Visier. Und das aus jedem erdenklichen Winkel, auch im Liegen. Die cineastische Präsentation in Max Payne 3 nutzt ein detailliertes Animationssystem. Max flüssige und realistische Bewegungen sind das Ergebnis unzähliger einzelner Animationen, die durch automatisch generierte Physikeffekte ergänzt und dynamisch verbunden werden. So folgt die Figur den physikalischen Regeln ihrer Welt. Bullet Time war immer schon das strategische und ästhetische Kernelement der Max Payne-Reihe. Schusswechsel müssen rasant genug sein, damit Bullet Time Sinn macht, aber bei jedem Tempo auch gut aussehen. Die vielen Einsatzmöglichkeiten von Bullet Time stehen deshalb im Mittelpunkt. Jede Kugel wird physikalisch korrekt in Echtzeit berechnet. Dynamische Kamerafahrten verwenden Bullet Time und dramatische Perspektiven. Jede ist einzigartig, abhängig von der gewählten Waffe, der Flugbahn der Kugel und der in Echtzeit von Euphoria berechneten Reaktion des Gegners. Die künstliche Intelligenz der Gegner unterscheidet zwischen ungeübten Straßenräubern, Mitgliedern einer Favela-Gang oder einer Elite-Einheit. Mehrere tausend KI-Animationen, die eine Fülle von Bewegungen umfassen, vom Aufsuchen einer Deckung bis hin zu Reaktionen auf Verletzungen, stellen sicher, dass keine Auseinandersetzung der anderen gleicht. Gegner reagieren unterschiedlich auf Treffer, je nach Durchschlagskraft der Waffe, Einschusswinkel, Körperhaltung und Umgebung. Max Payne 3 verknüpft all diese Technologien und ermöglicht so spektakuläre Schusswechsel in einer unglaublich detaillierten Spielwelt. Zusammen mit Max Noir ähnlicher Erzählweise entsteht so ein extrem filmisches Action-Erlebnis ohne Pause.